Heute Morgen gegen 8:30 trafen sich die Schützen beim Zivilschutzzentrum in Bozen, um die Kanister mit Desinfektionsmittel aufzuladen. Diese wurden dann zu den Altersheimen im Land gebracht. Für die Senioren wurde kräftig angepackt. Es ist für uns sicherlich eine Herzensangelegenheit. Wir wurden gebeten, dieses Desinfektionsmittel auszuliefern, und das tun wir auf jeden Fall, da es zum Schutz einer Generation ist, der wir so vieles zu verdanken haben. Also jeglicher ehrenamtlicher Beitrag ist sehr, sehr wichtig. Rettungsdienste und sonstige Organisationen wie Feuerwehren sind ja sonst sehr viel eingebunden. Und wenn sich hier die Schützen auch einbringen, ist das für uns eine große Erleichterung, weil, wie gesagt, sehr viele Organisationen sonst schon sehr belastet sind. Diese Aktion fand heute bereits zum vierten Mal statt. Im Frühjahr 2020 haben wir das bereits dreimal erledigt. Wir haben auch noch andere Arbeiten durchgeführt. Wir haben Zimmer desinfiziert, Zimmer von Verstorbenen ausgeräumt. Die Jungschützen zum Beispiel haben Weihnachtskekse für die Altersheime gebacken. Oder wir haben zum Beispiel auch Geschenke ausgeführt, wie das Ostergeschenk von Herrn Bischof. Insgesamt waren heute 17 Fahrer im Einsatz und 986 Kanister mit Desinfektionsmittel wurden ausgeliefert.